Christian, wie haben Sie den Unfall in der Formel 2 gesehen? Also das Ganze ist passiert am Ausgang der Rouge-Kurve, rechts in der Auslaufzone. Die hört aber irgendwann auf und da sind zwei Autos kollidiert und mit unglaublicher Geschwindigkeit in die Reifenstapel eingeschlagen und danach sind nur noch die Trümmer geflogen. Das war das, was ich sehen konnte. Die Trümmer, können Sie das genauer sagen, aus Ihrer Sicht, warum der Unfall so schlimm war? Der Unfall war deshalb so schlimm, weil die Geschwindigkeit so hoch war. Und das, was ich sehen konnte, war, dass an einem Auto das Vorderteil komplett abgerissen war. Das heißt, die Füße waren im Freien. Aber ich glaube, dass der Korea in dem Fall nicht so ein großes Problem hat. Der Mann, der meiner Ansicht nach wirklich ziemlich Pech hatte, das war Antoine Hubert, weil der hat da ist die gesamte linke Seite des Fahrzeugs weggerissen gewesen. Wie das zustande kam, weiß ich nicht. Aber der saß, ich sage mal, doch relativ weit im Freien und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Die Formel 2 an der Stelle hat ungefähr welche Geschwindigkeiten? 270, also richtig schnell. Die Kräfte sind vergleichbar mit der Formel 1. Die sind nicht so viel langsamer dort. Die Voraussetzungen eines Formel 2-Autos entsprechen im Großen und Ganzen dem eines Formel 1-Autos, aber eben nicht ganz, weil die Steifigkeit und die Festigkeitswerte nicht ganz so exzessiv nach oben geschraubt wurden in der Formel 2, wie das in der Formel 1 ist. Was kann da Hans zum Beispiel auch leisten? Also im Falle von Hubert, was ich sehen konnte, war, dass das Hans noch okay war. Aber nachdem Teile des gesamten Cockpits nicht mehr da waren, ist die Chance, dass er schwer verletzt ist, doch sehr groß. Was können Sie zu dem Antoine sagen? Also beide Fahrer, Correa und Hubert, sind Fahrer, die auf dem Weg in die Formel 1 sind, ganz klar. Der Hubert ist ein Renault-Fahrer, der ist bei Renault unter Vertrag und Correa ist im Sauber Junior-Team. Und ich habe mit dem Teamchef vom Sauber Junior-Team kurz telefoniert. Der hat gesagt, sein Fahrer Correa ist im Großen und Ganzen in Ordnung, der ist im Medical Center. Und Hubert ist eben im Helikopter abtransportiert worden, hat Infusionen bekommen und ist abtransportiert worden. Aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Können Sie noch etwas zu den Unterschieden in den Sicherheitsstandards sagen, zwischen der Formel 2 und der Formel 1? Die Sicherheitsstandards der FIA gelten für alle Formeln. Also da geht es in der Formel 4 los, Formel 3, Formel 2, Formel 1. Nur entsprechend der Geschwindigkeit der Autos sind eben die Vorschriften, was die Festigkeit der Materialien angeht, leicht unterschiedlich. Die Rennstrecke hier in Spa ist 1 zu 1 Formel 1 Standard. Das ist nicht so, dass man in der Formel 2 hier ein paar Reifen weniger hat. Das ist alles genauso, wie es gehört. Maximal, wie man sich das in der Theorie nur vorherplanen kann. Die Rouge ist eine schnelle Kurve, eine gefährliche Kurve, auch war sie in der Vergangenheit auch, gerade am Ausgang letztendlich. Was ist da, sagen wir mal, was ist da gefährlich oder was heißt es für den Fahrer, was kann da passieren? Die Unfallursache ist natürlich nicht zu sehen gewesen, für mich zumindest. Aber die Tatsache, dass man dort mit so unglaublich hohen Geschwindigkeiten fährt, die Autos sich verhaken können und dann ungebremst in den Reifenstapel fahren, das gibt diese massive Verzögerung. Und nachdem zwei Autos beteiligt waren, ist davon auszugehen, dass ein Auto das andere beschädigt hat beim Unfall, weil nur Reifen ist normalerweise relativ harmlos, da wird die Energie absorbiert. Wenn aber einer in den Reifen hängt und der andere reinfährt, dann ist es Carbon auf Carbon, also hart auf hart und das gibt immer große, große Probleme. Das heißt, an der Stelle gibt es auch nicht sehr viel Auslaufzone, richtig? Dort am Ausgang von Eau Rouge hat man die Auslaufzone im Laufe der Jahre vergrößert und vergrößert. Ich spreche vom Ausgang, nicht vom Eingang. Der Ausgang ist also dieser Linksknick, wo es über den Buckel drüber geht. Da ist links viel mehr Platz als früher. Aber irgendwann hört dort die Strecke eben auch auf. Und wenn die zwei sich aus irgendeinem Grund dort ineinander verhakt haben, dann ist es eben dort passiert. Der letzte tödliche Unfall in der Formel 2 war der junge Surtees. Hat sich seitdem in der Formel 2, was die Sicherheit angeht, einiges getan? Also die Formel 2, wie sie damals, als Henry Surtees verunglückt ist, gefahren wurde, hat überhaupt nichts damit zu tun mit den Autos, die jetzt unterwegs sind. Die Autos unterliegen denselben Vorschriften im Prinzip wie die Formel 1-Autos. Das heißt, die sind gecrashtestet. Da gibt es seitlichen Aufprallschutz, vorne die Nasen, Heck, alles standardisierte Teile. Die fahren ja alle mit demselben Auto. Das Chassis ist von Dallara, auch das ist gecrashtestet. Also es ist nicht so, dass das irgendwelche zusammengestückelten Autos
Autos sind. Das sind offiziell von der FIA abgenommene Autos, die den Sicherheitsstandards entsprechen. Aber wenn die Verzögerung und die Unfallschwere so groß ist, dann sind eben auch die Autos irgendwann beschädigt. Sie kennen die FIA auch sehr gut. Was heißt das, wenn so ein Rennen dann nach so einem Unfall komplett abgebrochen wird? Grundsätzlich hat die Rennleitung hier das Recht zu entscheiden, was gemacht wird. Ich glaube, man hat hier richtig entschieden und die Tatsache, dass man sofort das Rennen abgebrochen hat, deutet ein wenig auf die Schwere des Unfalls hin. Also da war eigentlich von Anfang an klar, das ist nicht nur irgendwie ein Ausrutscher gewesen, sondern das ist was sehr, sehr, sehr Ernstes. Bewerten Sie auch die Tatsache, dass es danach dann auch keine Bilder mehr von der Unfallstelle ist, in dieselbe Richtung? In jeder Sportart, ob das Skifahren ist oder Motorsport oder egal was, wenn schwere Unfälle passieren, wo Personen zu Schaden kamen, in welcher Form auch immer, sieht man normalerweise keine Worldfeed-Aufnahmen, keine Fernsehaufnahmen mehr. Und das ist auch hier der Fall und das ist auch, ich sag mal, gang und gäbe, üblich und in Ordnung.